Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist Zeit für das hart gekochte Hühnchen im 10. Kapitel. In einer quasi, ja, sehr urbanen Umgebung. Schauen wir mal. Ich soll an ihm vorbeirollen und ihm in den Rücken schießen. Das geht wohl. Jawohl. Jetzt habe ich einen Schlagstock-Onkel zerlegt. So. Kapitel 10, Spanking Time. Okay. Was ist denn hier los? Ich denke, ich muss weiter hoch. Und ich denke, ich brauche dringend eine andere Knarre. So. Leben, Munition, die wichtigsten Dinge im Leben eines Hühnchen. Irgendwie. So. Hier mal rüber gerannt. Mann, sind die Bandage. Mit Verlaub. Na gut, dass die nicht so die hellsten sind, das war ja schon klar. Okay. Das sieht ja... Ich wollte gerade sagen, das sieht hier alles noch nicht ruhig aus. Ist es natürlich nicht. Direkt von mehreren Seiten an. Mich und mein Hühnchen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Na komm schon. Huch, werden die etwa plötzlich intelligent? Nein. Wie denn noch? So. Okay. Und hier geht's nicht weiter. Ich hab da so eine Idee. Nämlich, dass ich das Ding jetzt den ganzen Weg wieder zurückschieben darf. Au! Au! Blödes Viech. Ist jetzt natürlich vom Level-Design her nicht so der Hit ist. Aber da wollen wir mal nicht so sein, wa? Klunk. Ich will auch runter. Klunk. Dann schiebe ich das Ding nämlich hier hin. Und komme hier hoch. Sehr gut. Mehr schlecht gelaunte. Kleine. Okay. Dann schieße ich dem kleinen Kollegen wohl den Weg frei. Kommt er denn noch? Hallo? Kommst du? Er muss also seine Informationen auf die andere Seite bringen. Rutschen, das ist jetzt eine fiese Kombination. Oh, rübergesprungen. Au. Au. So. Was ist hier Essig mit? Na, wie viele kommen denn da noch? Ist ja noch nicht so, dass ich hier unbegrenzt Munition hätte. Wie? Da gibt es hier irgendeinen Trigger, den ich auslösen muss.
Danke auch. Super Spiel. Super Sache. Ach nee. So. Also die kleinen Zwitscherrabbel schützen. Ja, hoffentlich jetzt auch bald kommt. Das ist schon so ein bisschen nervig. Aber ich denke mal, das soll mir die Chance geben, ins nächste Level vorzurennen. Wie hier jetzt zum Beispiel, einfach mal alle kaputt zu schießen. So in etwa. Na, seid ihr jetzt beide tot? Au. Ich auch gleich, ja. Um den kleinen Onkel abzuholen. Nein, 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 nein. Ich geh auf, er schießt den. Komm, geh. Sehr gut. Nein, nicht auf mich. Nicht immer auf mich. Okay. Da ist die andere Seite. Bist du die andere Seite? Lass mich durch, es ist an der Zeit. Okay, okay. Ich will auch ein. Was? Nein, danke. Der Kardinalaufstand startet heute Nacht. Du weißt, was das heißt? Ja, was heißt es denn? Revolution! Da sind sie beide sprachlos. Gut, soll aber auch nicht mein Problem sein. Ich fahre mich hoch. So, jetzt bin ich oben. Tja, und nu? Ah. Kann ich mir so einen Typen mit einer Brainbug fangen? Kann ich sicherlich, wenn ich denn treffe. Der sieht schon so verblödet aus, der Typ. Yay. Tür auf. Yay. Springen kann er nicht. Na dann. Gute Nacht. Wie auch immer der sich jetzt mit dem Schlagstock geschossen hat. So, dann geht es hier über den Mülleimer und den Balkon zur Nachbarin ins Fenster. Hallo. Und weiter geht's. Mehr Leben, mehr Munition. Gute Dinge. Jetzt wieder hoch. Komm, geh hoch. Und rüber. Sehr gut. Hier ist nämlich das Fenster, aus dem ich raus kann. Kabam. Das war jetzt vielleicht nicht so klug. Doch, war klug. Ich komme nämlich hier hoch. Eine AK-47. Genau, die muss gestreichelt werden. Schönes Ding. Da. Hallo. Mr. Protester. So, hier komme ich jetzt wahrscheinlich weiter hoch. Bis ganz nach oben. Zu einem blinde, blöden Typen.
Ja, mal schauen, was denn hier sonst noch so ist. Hier ist natürlich gar nichts mehr. Aber eine schöne Dachterrasse haben sie. Schirmchen und Cocktails. Und eine Fahne. Zu diesen Fahnen. Ich bin jetzt reingefallen. Scheiß die Wand an. Das ist doch der Oberbösewicht. Muahahaha, ich kann's nicht glauben. Ist er jetzt tot? Bruno, was siehst du? Er ist gefangen wie ein kleines Hühnchen. Schnell, sende die erste Welle. Welche erste Welle? Erste Welle, Attacke! Erste Welle, tot. Beeindruckend, sagt er da nur. Welle 2, zerstören. Au, 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 au. Hässliche alten Männer. Schnell rüber und schnell in den Rücken geschossen. Au, 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 au. Könntet ihr bitte sterben? Jetzt? Danke. Na, du brauchst noch ein paar Schüsse, ha? Huh? Du siehst aus wie einer, der noch ein paar Schüsse... Au! Jetzt hat er mich totgekloppt, Sausack. Aber zum Glück ist der letzte Speicherpunkt genau hier. Welle 1, Attacke! Beeindruckend. Zweite Welle sind jetzt die Schläger. Mit ein bisschen mehr Geschick und au, indem man mich nicht direkt in der ersten Sekunde in der Ecke festsetzt. Sehr beeindruckend. Welle 3, töten. Ja, das ist gut hier. Au. Au, 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 au. Das Problem ist... Weg, 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 weg. Sehr gut. Einer noch übrig. Ist er jetzt tot? Welle 4, zerstören! Aua, jetzt haben sie mich zerstört. Aber das ist nicht so wild. Gerade gab es einen Speicherpunkt, an dem ich laden kann. Also diesmal hier rüber. Au! Blöder Mistkerl. Das ging jetzt zu schnell. Also nochmal. So, ich bleibe doch hier sitzen. Hier ist gemütlich. Ah, hier muss ich echt schnell sein. Weil der AK-Junge war auch echt Pain in the Ass ist, wie es so schön heißt. Oh, jetzt haben die mich einfach niedergeknüppelt. Das ist doch Mist. Also nochmal. Nochmal. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Das gab schon wieder richtig auf die Fresse. Was ich natürlich mal versuchen kann, ist einfach ganz fies eine Granate zu werfen, bevor die Honks kommen. Zu spät! Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Ja. Nee. So wird das auch echt nichts hier. Was mache ich denn? Wie kriege ich denn dieses Level fertig?
Au, au, au. Au. Tja, also aus irgendeinem Grund will es nicht ganz so, wie ich es will. So, jetzt habe ich den schon mal aus dem Weg. Das ist ja viel wert. So, jetzt nur noch die beiden Bullies hier. Sicher müsste er doch jetzt tot sein. Speichert. Welle 5, los! So. Diese Offiziere muss man ganz schnell töten und sie einfach nicht. I think we better go. Ich denke, wir gehen besser. Ich werde ihn wann anders töten. Und weg ist er. Du lässt mich hier allein. Mit dem Schild. Bin weg. Zum Mittagessen. Geh weg. So, den laufen wir doch jetzt mal hinterher. Kann wohl nicht angehen. Das sind viele. Putzki und ich müssen eine Rakete erreichen. So, da drüben müsste jetzt aber noch einer rumhirschen. Au! Ihr Schweine! Das sind ja gleich zwei von den blöden Typen. Na, kommen sie jetzt? Au, 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 au. Ich will darüber, ich will darüber, ich will darüber, ich will nicht. Ja. Ich muss das nochmal mit den Handgranaten üben. Ja, ja, lauft ihr mal alle in die Richtung. Das ist nämlich völlig falsch. So, so, so. Du bist auch blöd wie Stroh. Naja, vielleicht auch nur blöd wie 3 Meter Fußweg. So. Handgranate. Schön weit nach da drüben werfen. Boom. Ich denn noch werfen, wenn ich. Nein. Kann ich nicht. Aber ich kann gucken, dass ich werfe, wenn sie hierher kommen. Werfen! Oh, ich habe nicht die Zeit, die Granate zu zielen und zu werfen. Das gibt es doch nicht. Oh. So, das war zwar so überhaupt nicht geplant. Und na, wann kommen sie? Jetzt kommen sie. Und tot waren sie. Puh. Ich weiß, dass da drüben noch so ein paar Leute mit Schild stehen. Aber ich brauche eine andere Knarre. So. Oh, doch nicht. Das ist eine Überraschung. Wo kriege ich denn jetzt diese blöde rote Karte her? Die hätte ich vorhin irgendwo vergessen. Ich erinnere mich. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wenn ich jetzt zurückkomme, ich nicht wieder die gleichen Hanseln da habe, die auch wieder alle umpogen muss. Weil so gesundheitstechnisch ist das hier gerade nicht so der Hit. Ah, Thema Gesundheit. Da
Das ist praktisch. Und was passiert, wenn ich hier nochmal durchgehe? Ist da noch irgendwas Schickes? Nö. Außer die beiden komischen Vögel mit ihren politischen Schildern. So. Und das da wieder rübergeschoben. Da wieder hochgehopst. Da wieder runtergehopst. Jetzt mal hoffen, dass da... Nee, die liegen hier alle noch tot rum. Sehr gut. Und rote Karte. Rin und Subway Maintenance. Okay. Hier sind wir in der U-Bahn. Hier gibt's nichts Tolles. Das ist ein... Da liegt ein Penner, der schläft. Kapitel 11. Der Weg der Untergrundbahn. Damit geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uiuiui. Und es geht schon gut los hier. Sehr gut los. Nichtsdestotrotz ist das der Teil, wo es beim nächsten Mal weitergeht. Macht's gut, zockt viel und schön. Und tschüss.